Ken Jebsen, ideale Welt. Man muss sich die Frage stellen, warum Menschen überhaupt Lust haben, Macht auszuüben. Das hat denn damit zu tun. Wer geht denn in die Politik und sagt, ich möchte Bestimmer sein? Ich muss auf die Bühne und alle müssen mich hören und da mache ich Gesetze und ihr müsst die alle befolgen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht an die ganze Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein. Ich weiß nicht, ob wir es uns komplett reinziehen, aber ich habe gedacht, wir gucken uns das Video mal an. Ist ein älteres Video von vor 10 Jahren und zwar ein Interview mit Jung und Naiv von Ken Jebsen. Das Video heißt Ken Jebsen, ideale Welt. Jung und Naiv, Folge 57. Das geht 51 Minuten und ich habe gedacht, wir gucken da mal ein bisschen rein, weil ich finde die Punkte, die er da gesagt hat und das, den Talk an sich, finde ich einfach mega gut und ich bin ja ein bisschen traurig, dass der Ken nicht mehr so viel in die Richtung, also gerade in die politische Richtung in der Öffentlichkeit macht und ich will, dass das nicht in Vergessenheit gerät, was der Mann alles so erzählt hat und wie er auch dazu beigetragen hat, dass Leute wie ich jetzt auch den Content machen, den ich mache. Ja, und er hat dazu beigetragen, glaube ich, dass ganz viele Leute einfach anfangen, Dinge zu hinterfragen. Und deswegen, Liebe geht raus an Ken Jebsen, Kayvan Sufis Yavaş, echter Name. Und ja, wir gehen rein, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Ich liebe euch, ab geht's. Ken, du hast ja auch deinen eigenen YouTube-Channel und so weiter, das verlinken wir jetzt ja gleich. Das ist nicht mein YouTube-Channel, der Channel gehört YouTube. Okay. Aber du... Da geht's schon los, Digga. Da geht's schon los. Das ist nicht mein YouTube-Channel. Der Channel gehört YouTube. Das haben wir auch gesehen, als sein Kanal gelöscht wurde, als er gegen die Corona-Maßnahmen quasi sich geäußert hat. So. Publizierst du? Richtig. Wir dürfen das nicht vergessen, dass diese ganzen Channels nicht uns gehören. Wir sagen zwar unsere Channels, aber sie gehören letztendlich YouTube, Twitter und Facebook. Okay. Und wir sind da drauf und das ist wie mit Geld. Geld ist ja auch eine Leihgabe des Staates. Das darfst du nicht verbrennen. Das gehört einem ja gar nicht. Das ist Facts. Das ist Facts. So dass man eigentlich auch als Creator... Also ich bin schon ein bisschen neidisch, dass zum Beispiel ein Sneeko und ein Andrew Tate jetzt auf Rumble unterwegs sind, wo die eigentlich keine Angst mehr davor haben müssen, gecancelt zu werden, so weißt du? Es ist halt nicht einfach, auf so einer Plattform als deutscher Kanal sich Reichweite aufzubauen, weil die meisten Deutschen gar nicht auf diesen ganzen Plattformen abhängen, sondern immer nur noch auf YouTube, also immer noch nur auf YouTube, TikTok, Instagram, auf diesen ganzen Plattformen unterwegs sind. So. Weil, ja, er hat vollkommen recht. Dieser Kanal, den wir hier auch betreiben, der gehört nicht uns. Und so. Der kann uns genommen werden und zwar ganz schnell. Gut. Gut, wir wollen uns diesmal nicht mit den Themen befassen, wo du quasi auf dem YouTube-Kanal... Einer macht einen guten Punkt, aber Geld kann man anzünden. Ja, kann man schon. Hast du recht. Dich mit befasst, sondern ich wollte mit dir heute mal reden über deine quasi ideale Welt. Was wäre, wenn morgen die Welt quasi resettet wird, es wird einen Neustart geben, es gäbe eine neue New World Order und du könntest sagen, wie die Welt auszusehen hat. Magst du uns quasi mal eine Einleitung geben? Also erstens würde ich das ablehnen. Ablehnen? Ich würde es ablehnen, weil wenn eine Welt nur nach mir, ich bin ein Mensch, ja, gestaltet wird, nach meiner Meinung, auch wenn man sagen würde, ja, du wärst vielleicht besser geeignet als George Bush zum Beispiel, das ist auch eine Behauptung. Gewagte Behauptung? Ja, dann wäre sie doch einseitig, weil ich würde was vergessen. Und zwar eine Menge. Starke Aussage. Weil ich würde nur, so wie ich eben bin, und ich bin ja nicht alle, ich bin ja nur einer. Ja, natürlich. Gut, aber... Ich will es mal anders sagen. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, die Welt neu mitzugestalten, ich will mal mitgestalten, ich bräuchte noch einen anderen Mitgestalter, der das Setup grob und ich darf dann die Farben bestimmen. Klar. Dann würde ich es mal mit einer Geschichte. Also es gibt in der Soziologie ein sehr interessantes Experiment. Ich glaube, zwei, drei- oder vierjährige Kinder werden in einen Raum rein. Das ist stark, das habe ich auch schon mal, das habe ich aus dem Interview übernommen und auch schon mal erzählt. Hört mal zu. Jetzt. Und es ist Mittagszeit. Und... Das heißt, es gibt was zu essen. Da kriegen sie, haben sie beide so einen Teller und auf diesen Tellern sind so Galoschen, heißen die, glaube ich, solche zwei Blechkammen da oben drauf. Und da drunter ist eben ihr Lieblingsessen. Und die Frau, die sie kennen, die Erzieherin, sagt zu ihnen, hör zu, ich gehe gleich aus dem Raum. Und wenn ich aus dem Raum gegangen bin, dann dürft ihr die Dinger rausnehmen, dürft ihr anfangen zu essen. Okay, gut. Auf die sind Kameras gerichtet, das sehen die Kinder aber nicht. Und sie sind also sehr hungrig und sehen auch niedlich aus. Alles ist super. Gut, die Frau geht aus dem Raum. Die Kameras laufen. Die Kinder nehmen beide jeweils die Galoschen weg. Und man sieht, der eine Teller voller Spaghetti, wie wir uns das wünschen, mit allem, was man braucht. Und auf dem anderen Teller ist gar nichts. Gar nichts. Niente. Ja. Und dann nimmt das Kind, was alles hat, wie selbstverständlich Messer und Gabel, nimmt die Hälfte und gibt es dem anderen Kind. Wortlos. Und dann fangen beide an zu essen. Die Umverteilung. Und teilen. Das hast du jetzt gesagt. Ja. Also das ist das, was passiert. Wenn man dieses Experiment ein paar Jahre später nochmal macht, wieder dasselbe und mit neuen Kindern, dass sie sich nicht erinnern können, dann ist es eben so, dann wird wieder runtergenommen, der eine hat alles und der andere hat nichts. Und der ja nichts hat, der guckt den anderen an und der, der alles hat, nimmt die Hand davor und diskutiert, was er dafür kriegt, wenn er jetzt Teile davon abgibt. Sind die Kinder älter als? Die sind dann älter. So. Und die fragen...
Die sind dann schon eingeschult. Was ich mir stellen würde, ist, was ist in der Zwischenzeit, in diesen 2-3 Jahren zwischen den 3-4-Jährigen und den, was ich, 7-8-Jährigen, was ist... Da merkst du, wie wir konditioniert werden mit den Jahren. Passiert. Irgendwas ist da passiert worden, dass Kinder oder Menschen, die sehr, die mit menschlichen Zügen, mit humanistischen Zügen auf die Welt kommen, dass die anfangen, taktisch zu denken. Da ist irgendwas aufgespielt worden an Erziehung. Und ich, wenn ich das Setup neu bestimmen würde, ich würde wieder zurückgehen und würde sagen, die Menschen würden von der Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, immer auf diesem Stand der 3-4-Jährigen bleiben. Das ist alles, was ich vorgeben würde. Und ich glaube, der Rest würde sich perfekt ergeben. Ich würde diese Taktiererei, diese Macht ausüben, dieser Druck, alles, was damit zusammenhängt, das würde ich, das gäbe es dann nicht. Und dann das ist Ego-Entwicklung. Sehr, sehr viele von den Problemen nicht, die wir heute haben, weil die Menschen einfach empathisch werden. So. Basieren wir das dann quasi mal auf diese Sache, dass sich das quasi alles von selbst entwickeln würde, dann spekulieren wir einfach mal, was sich da entwickeln würde, beziehungsweise was wir uns vielleicht wünschen oder du dir wünschen würdest, was da rauskäme. Vielleicht, vielleicht einen guten Kontrast zu dem, was halt heute los ist. Kannst du das Beispiel? Also würde es irgendwie diese Machtstruktur noch geben? Würde es diese Art von Demokratie geben? Ist das ein Empathie ist schon das Stichwort gewesen, weißt du? Wenn wir Menschen alle mehr herzlich werden und wenn wir miteinander denken würden und nicht so getrennt voneinander so ich, sondern uns Dinge zu Herzen nehmen würden, anderen versuchen würden zu helfen, einfach mehr im Herz stattfinden, empathischer sein, menschlicher sein, mehr Liebe so, dann würden wir schon ganz anders handeln so. Und das ist für mich das Bewusstsein. Umso bewusster du dir wirst, was die Wahrheit ist, und zwar, dass wir alle miteinander verbunden sind, auch mit den Tieren und mit der Natur, dann wirst du anders mit diesen Dingen umgehen, so. Mit Menschen, mit der Natur, mit den Tieren. Und du wirst andere Menschen anders behandeln. Und du wirst einfach automatisch Dinge anders bewerten und anders an die Sache herangehen. Dieses ego-getriebene, ich-getriebene, ich, das ist so das Übel meiner Meinung nach, weißt du? Wenn wir im Kollektiv denken würden, würden wir ganz anders funktionieren als Gesellschaft. Format, wie würdest du dir das vorstellen, wie würde Politik ablaufen? Also Politik und Machtstrukturen laufen ja eben so ab, dass ganz wenige sehr viel Macht haben und die meisten haben keine und man verspricht ihnen, sie kriegen ein bisschen mehr, wenn sie Dinge bereit sind zu tun, die sie normalerweise ohne diese Versprechen nicht tun würden. Eben auch Dinge abstrakt machen und Menschen in irgendeiner Weise behandeln, dass man sagt, bist du, nee, ich bin das nicht, das kann ja in diesen abstrakten Strukturen sehr gut funktionieren. Wir kennen das aus der Kriegsindustrie. Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, hör zu, da drüben ist dein Kameramann, hier ist ein Löffel, stech ihm doch bitte die Augen aus und dann schlag ihm den Schädel und so, dann wirst du... Da frage ich dich, wie viel gibst du mir dafür? Ja, genau, aber du erstmal würdest du, auch wenn ich dir viel dafür bieten würde, das nicht machen, also wenn du nicht kein Psychopath wärst. Weil wer weiß. Es wäre, die meisten hätten da Hemmung, sagen ich, also würde ich mich mit Blut... Der versucht ein bisschen auf Krampf lustig zu sein, Digga, ich küsse deine Zirbeldrüse. Sudel, das ist ekelhaft, will ich nicht machen und das ist brutal. So, wenn ich dir aber jetzt sage, hier ist ein Kampfjet, hier ist eine Splitterbombe, flieg in Land X, du kennst die Person nicht, drück auf den Knopf und unten sind 100 Leute tot. Das ist kein Problem, machst du, boom, so, ist tot, Napalm auf alle. Warum? Weil's das ist aber krank, Bro, ich würde das auch nicht machen, weißt du? Ich frage mich auch, wie solche Menschen funktionieren, aber die haben halt nicht dieses Bewusstseinslevel, die checken das nicht. Die machen einfach, was irgendjemand Übergeordnetes denen erzählt und die erzählen denen ja auch oder die indoktrinieren die so, dass die denken, die machen was Gutes. Weißt du, das ist nämlich das Problem. Die denken, die machen was Gutes, aber wenn du wirklich Kontakt zu deinem Menschsein hast, zu deinem Herzen, zu deinem Bewusstsein, dann könntest du sowas niemals tun. Würde nicht gehen. Das. Ja, weil du es nicht siehst. Das ist jetzt quasi die heutige Zeit. Das ist die heutige Zeit. Wie wäre das? Genau. Und wenn mein Setup, ja, dann würdest du das nicht machen, weil du eben... Die chillen ja sogar teilweise einfach in bei uns in Deutschland, in Heidelberg oder in Ramstein. Und von da haben die Drohnen gesteuert, auch im Irak und solche Geschichten. Das musst du dir mal überlegen. Die chillen da einfach wie ein Computerspiel, Digi. Wie ein Computerspiel, Bro. So wie ich jetzt hier sitze gerade am PC, so... Haben die so einen Stick, dann fliegen die irgendwo hin und lassen einfach mit einer Drohne einfach ein paar Bomben runterfliegen. Das musst du dir mal reinziehen, wie krank das ist, ja. Empathisch wärst, du würdest sagen, ich kann nicht, es käme gar nicht zur Situation, dass du, Mensch, dass es Krieg gäbe, weil Krieg ist ja letztendlich, dass die einen den Rest auch noch wollen und die anderen sich dagegen wehren und am Ende greifst du zu Gewalt und das wäre ja alles nicht. Also alles, was du heute hast... Gewaltfreiheit also. Gewalt, weißt du, was die Definition, was Gewalt ist, Gewalt kann ja auch sein, wenn man etwas nicht macht. Das ist eine passive Gewalt. Also gewalttätig war auch, als Gandhi sich ans Meer gestellt hat, das Salz hochgenommen hat, so, das war ja verboten. Das war auch Gewalt für die Briten, aber war das Gewalt? Also das ist immer eine Frage, aus welcher Richtung. Nelson Mandela war ein gewalttätiger Typ und war ein Terrorist und saß im Knast. Aber als er dann rauskam, war das, was er getan hat, war das dann noch gewalttätig? Das ist immer eine Frage, wen fragst du? Ja.
Ja, und ich glaube, es gibt natürliche Rechte und einen natürlichen Sog, dass Menschen einfach überleben wollen. Und zwar mit einem Mindestmaß an Wasser, ein Mindestmaß an Luft, ein Mindestmaß an Freiheit. Und wenn du ihnen das nimmst, und zwar ihre natürlichen Ressourcen nimmst, als fremdbestimmter Kolonialist auftrittst und ihnen auch Meinung verkaufst und sagst, das ist Demokratie, so musst du glücklich sein, wir definieren das, dann fang an, Menschen sich dagegen zu wehren. Das kannst du bei deinen eigenen Kindern ja erleben. Kinder erziehst du. Das ist auch eine Form von Gehirnwäsche. Die ist aber gut, wenn du sagst, bei Rot solltest du an der Ampel stehen bleiben. Es wird dann komisch, wenn die auch nachts um 4 an der Ampel stehen bleiben. Weil ist Konditionierung, ist so. Kein Auto kommt, da muss man jetzt auf einmal eigenständig, schwierig. So, aber ja, dann das ist ganz lustig in Amerika, wenn du heutzutage Jaywalking machst, kannst du sogar eingesperrt werden. Ja gut, die haben ja sonst keine Probleme. Aber jetzt, dann werden Kinder... In China gibt es doch bestimmt auch Kameras in den Ampeln und da musst du auch nachts um 4, wenn keine Autos fahren, da stehen bleiben. Sonst kriegst du Social Score technisch aber ein paar Punkte abgezogen, mein Jutster. Wollt irgendwann aus dem Haus und dann fangen die an, wie man so schön sagt, pubertieren zu rebellieren. Die sollen ihren eigenen Standpunkt sagen. Und ich sage zu meinen Kindern immer, ich weiß es auch nicht besser. Es ist nur ein paar Empfehlungen. Ich bin nur etwas älter als ihr, aber den Durchstieg habe ich auch nicht. Und ist das jetzt gewalttätig, wenn Kinder sich dagegen auflehnen? Nein, die versuchen ihren eigenen Weg zu gehen. Die versuchen andere Ansätze, sie auf die Umwelt zu reagieren. Ist das gewalttätig? Manche würden sagen, ja, die müssen in der Erziehung, in der Kadettenanstalt. Andere sagen, nee, wir müssen alles anti-autoritär. Dann hauen die sich gegenseitig. Auch nicht. Ich weiß... Ich kann diese Fragen nicht so einfach beantworten, weil wenn es so einfach zu beantworten wäre, dann sähe die Welt ja anders aus. Nur, ich wehre mich dagegen, dass Leute vorgeben, die richtigen Antworten zu suchen, aber die richtigen Antworten, also die richtigeren Antworten zurückhalten, weil sie ja ständig immer diese Interpretations brauchen, um die eine Lösung anzubieten, aber sie sind an der Gesamtlösung gar nicht interessiert, weil sie ja praktisch oben diese Probleme schaffen und dann kommen sie und treten auf. Und warum ist das so? Man muss sich die Frage stellen, warum Menschen überhaupt Lust haben, Macht auszuüben. Das hat denn damit zu tun? Wer geht denn in die Politik und sagt, ich möchte Bestimmer sein? Ich muss auf die Bühne und alle müssen mich hören und da mache ich Gesetze und ihr müsst die alle befolgen. Aber so. Das ist ja jetzt auch wieder... Das ist krass. Also ich glaube, heutzutage ist das, wie gesagt, viel Ego, viel Leute denken einfach, wenn die in diesen Positionen wären, dass das geil ist so und dass es sich gut anfühlt, dies, das. Aber was ich sagen muss, ist, glaube ich, es gibt Menschen, die natural quasi zu Liedern gemacht wurden, so, weißt du? Die vielleicht, also meiner Meinung nach sind das genauso Menschen wie Ken auch, so, die diese Empathie in ihrem Herzen haben und die menschlich sind und die ja einfach viel Liebe in sich tragen und sich um andere Menschen kümmern wollen und für Gerechtigkeit einstehen. Das sind eigentlich die wahren Leader unserer Welt. Also die Menschen, die unterdrückt wurden, seitdem eigentlich die Geschichte aufgezeichnet wurde, seitdem Jesus kam, quasi, Yeshua meine ich, der heißt nämlich Yeshua und nicht Jesus, hast du ja damals schon gemerkt, dass diese Leute halt hart bekämpft werden und getötet werden, aufgrund dessen, weil die Liebe verbreiten und eigentlich Menschen zusammenbringen wollen. So. Und ich glaube, dass das eigentlich die wahren Leader sein müssten. Die Leute, die ein Riesenherz haben und die versuchen, Menschen zusammenzubringen und nicht gegen Menschen zu kämpfen und nicht einfach nur ihre Macht ausüben wollen, damit die sich geil fühlen, egotechnisch, weil das ist teuflisch meiner Meinung nach, sondern die Leute, die viel Göttliches in sich tragen, die ein großes Herz haben, so, die generell einfach Menschen lieben und immer versuchen, anderen zu helfen und so, das sind eigentlich die wahren Leader so. Und ich glaube, es gibt Menschen, die sind von Gott gesegnet mit sehr viel von den Sachen, die ich aufgezählt habe. Und die müssten eigentlich die Leute sein, die zu denen man hingeht und fragt so, ey, weißt du, kannst du uns helfen? Oder die einfach halt Menschen anführen auf eine gewisse Art und Weise oder denen zeigen, welchen Weg man gehen kann, auf eine gute Art und Weise, so, weißt du? Das sind eigentlich die wahren Leader, meiner Meinung nach. Wieder bei der aktuellen Lage, wie wäre das dann quasi politisch in der idealen Welt? Wie? Der heißt nicht Jesus, Fragezeichen? Nee, der heißt nicht Jesus. Die haben das als Vereinfachung einfach in der Bibel so reingeschrieben. Der hieß Yeshua, Bro, mit Y. In der hebräischen Sprache gibt's kein J. Sich die Menschen politisch engagieren. Du benutzt dauernd Begriffe, ja, die schon gefärbt sind. Und ich sage, man... Welche? Ideale Welt. Ideale Welt. Ja, ich weiß nicht, was ideal... Weil wenn du zwei Leute fragst, was ein Ideal ist, dann wirst du drei unterschiedliche Meinungen bekommen. Aber ich meine, es geht ja darum, wir träumen ja jetzt hier. Ja, wir träumen ja in diesem Episode. Aber den Traum, den ich habe, der muss nicht dir entsprechen. Vielleicht ist es für dich ein Albtraum. Also wenn mein Traum umgesetzt würde, wäre für viele Leute ein Albtraum, ja, weil es nicht ihr Traum ist. Aber
trotzdem will ich den ja quasi einfach nur kritisch hinterfragen. Gut, also wenn du, wie gesagt, dieses empathische Experiment aus der Soziologie anwenden würdest, würden sich viele Dinge daraus einfach ergeben, dass es sie nicht gäbe, weil es gäbe keinen Krieg, es gäbe keinen Totschlag, es gäbe ein sich einbringen, weil Politik ist ja, was dort bei diesen Dreijährigen am Tisch passiert. Die sind jetzt keine Politiker, ja, weil die nicht Interessen anderer vertreten und die sie zu ihren Problemen machen, weil das, was Politiker an Problemen vertreten, sind ja nicht ihre Probleme. Angela Merkel, wenn die sagt, der Benzinpreis, der muss so bleiben, wie er ist, sie weiß gar nicht, was ein Liter Benzin kostet. Sie tankt ja nicht. Ihr kann es egal sein. Aber das heißt, es sind angenommene Probleme. Das ist dieses, du stellst dich hin und sagst, wie Autofahrer, und dann musst du vom ADAC sein. Ja, das sind Menschen, die mit Menschen eigentlich nichts zu tun haben und nicht unsere Struggles haben und nicht mit uns leben und gar nicht uns fühlen und die aber trotzdem für uns entscheiden. Und daran merkst du schon, dass es eigentlich eine kranke Geschichte ist. So. Deswegen müssten die Lieder eigentlich Leute sein, die aus dem Volk kommen und die Menschlichkeit und Liebe als erstes Interesse haben. So. Und nicht Geld machen und Macht. Vielleicht hast du gar keinen Führerschein, aber dann hört man dir zu, wie gesagt, wie Autofahrer, dann hören die alle zu, der macht was für mich, der möchte, dass man zu ihm aufhört, dieser Mann macht was für mich, damit bekommt er eine Funktion. Also wenn dieses empathische Experiment, wenn das losgehen würde, und ich habe gesagt, die Menschen sollten immer so bleiben, dann gäbe es auch diese klassischen Probleme, die wir haben, nicht, also dass Leute Hunger hätten, dass Ungerechtigkeit, all das würde ja nicht da sein. Warum nicht? Weil die Menschen empathisch wären, weil wenn sobald jemand sieht, dass etwas nicht gerecht ist, würde er sagen, würde er das wortlos gerecht machen. Ja. Verstehst du? Facts. Und das, ich meine, das ist ja ein Symbol, aber dieses Symbol gibt es in der Soziologie wirklich. Und die elementare Frage dahinter ist, so kommen Menschen offensichtlich auf die Welt. Was machen wir denn dazwischen, um die so zu verbiegen, dass es am... So kommen Menschen offensichtlich auf die Welt. Nur noch so geht. Und ist das eine coole Idee, wenn wir da ein Setup eingreifen, sagen wir, wir spielen jetzt eine Art von Erziehung. Und war das immer schon so? Das wäre eine interessante Frage. War das immer schon so? Und ich bezweifle, dass das immer... Ich auch. Also ich glaube, es gab Völker, wir nennen die ja primitiv, was nichts anderes ist wie dicht an der Natur. Ja. Die haben nicht das, was wir haben. Die leben... Safe, Digga, fühle ich komplett. Bruder, er spricht mir aus der Seele, der kennt immer. Ganz primitive im Wald, die gibt's ja auch noch, gibt's ja noch ein paar. Und die haben nicht das Schulwesen, die haben keine Allianzversicherung, die haben keinen Führerschein, die haben keinen Internetanschluss. Und die haben, und bei denen gibt's aber auch keine Kriminalität, bei denen gibt's keine Schusswaffen, das gibt's alles nicht. Wie machen die denn das? Ohne unser Wissen. Crazy. Es wird total... Und da sage ich immer, guck doch mal. Sehr starker Punkt, Bro. Wie Menschen, die du als primitiv bezeichnest, der Begriff ist negativ besetzt. Ja, klar. Ja? So, guck doch mal, ob das wirklich negativ ist und wer dir erzählt, dass das so nicht geht und dass du das und das und das und das alles brauchst. In unserer Welt bekommen wir ständig. Wir werden uns von vorne und hinten einfach belogen und verarscht, so. Die bringen uns das nicht bei, weißt du? Wenn da. Das könnten die uns doch einfach auch mal sagen, dass es so ist, wie wir früher gelebt haben und dass es viele von den heutigen Problemen damals nicht gab. Und dass die Leute, die immer noch nah an der Natur leben, ein ganz anderes, ja, ganz andere Lebensphilosophien haben als die, die wir heute haben, so. Und auch, dass das auch immer noch funktioniert, so, weißt du? Und ich bin sowieso überzeugt davon, dass wir nicht richtig informiert werden über die gesamte Menschheitshistorie. Und ich glaube, da gibt's noch ein paar Sachen, die auch wirklich bewiesen werden können, die passiert sind, aber wo die Informationen bewusst zurückgehalten werden, damit wir nicht realisieren, wie wir auch leben könnten. Weil wenn wir diese Alternative sehen würden, dann würden vielleicht einige Menschen danach streben, wieder so zu leben, weil die merken und sehen würden, dass das Leben so eigentlich besser ist. So. Aber dann würden diese Leute auch diese ganzen Sachen, die er eben aufgezählt hat, nicht mehr machen. Keine Versicherung mehr bezahlen, kein Strom mehr, kein Internet mehr. Und dann würden ganz viele Industrien ganz viel an Geld verlieren. Und deswegen soll das von uns weggehalten werden. Wir sollen so eine unbewussten NPCs sein, die den ganzen Tag irgendeinen Shit konsumieren und uns dann Werbung reinziehen und irgendeine Scheiße kaufen und so. Damit wir schön das Geld wieder in dieses System reinstecken. Weißt du? So. Und deswegen... Ja, ich fühle das schon selber intrinsisch, Digga. Ich habe schon seit jetzt Jahren das Gefühl, dass ich noch näher und noch mehr in der Natur leben möchte und dass ich eigentlich wieder vom Mensch her wieder mich zurückorientiere an die vergangenen Zivilisationen, die da waren. So. Weil ich habe das Gefühl, dass die damals einfach harmonischer und besser gelebt haben, als wir heutzutage leben. Ich habe das Gefühl, wir leben heutzutage getrennt von dem echten Menschsein. Ich habe das Gefühl, dass... sie uns extra in diese Richtung auch getrieben haben, damit wir dann irgendwann auch diese ganze Transhumanismus-Scheiße, die gerade jetzt schon abgeht, so, auch annehmen. Weißt du? Das ist ein Plan, meiner Meinung nach, so. Und dagegen versuche ich mich auf jeden Fall, ich versuche es, ich bin nicht perfekt und ich krieg's auch nicht hin, noch nicht, aber ich versuche das auf jeden Fall, mich eher an den traditionellen Dingen, wo der Mensch mal hergekommen ist, zu orientieren, als an diesen neumodischen sozialen Konstrukten, die uns eigentlich kaputt machen. Dass das, was wir fühlen, dass das nicht richtig sein kann, weil wenn es so einfach wäre, dann könnte ja jeder. Mhm. Und sie, die immer da kommen, gewählt oder nicht gewählt, gestellt oder gecastet, ganz egal, haben aber eine Lösung, aber es kommt leider nie zu dem Ziel. Wir bleiben
wie so eine Versicherungsprämie. Wenn du nicht mehr bezahlen kannst, dann rufen die dich an, sagen Rückstellung. Ja. Dann zahlst du nur noch weniger. Aber die wollen nicht, dass du aussteigst aus der Versicherung. So. Und für mich ist es eben so, ich brauche diese Versicherung nicht. Ich brauche nicht die Versicherung, dass ein Dritter sich darum kümmert, damit ich glücklich werde. Nämlich in dieser Gesellschaft, in dieser kapitalistischen Gesellschaft, hat alles einen Preis. Besonders die Dinge, die du umsonst bekommst. Nein, danke. Zum Beispiel? Alles. Wenn jemand kommt, ich will was für dich tun. Auf der Straße triffst du sie alle. Hallo, ich schreibe für die Organisation. Hier, dann gibt es ein Probeabo. UNICEF und so. Ja, vergiss das alles, okay? Also, das ist alles hergedacht und in einer Gesellschaft, von der ich spreche, ja? Mit diesen 3-4-Jährigen, die dann älter werden, aber die dann... Wir wissen auch gar nicht, was wir alles umsonst bekommen könnten. So, meiner Meinung nach auch sowas wie Strom, Energie an sich ist eigentlich umsonst. Dafür musst du eigentlich nicht bezahlen. Energie ist gerade um dich herum, in der Luft, überall ist Energie. Aber die haben dieses Konzept von Energie so aufgebaut, dass wir das Gefühl haben, dass wir in der Knappheit sind und davon abhängig sind. Abhängigkeitsverhältnisse auf tausenden Ebenen. Gerade in Deutschland, Digga. Das habe ich auch gemerkt. Wie frei mich das auch gemacht hat, hierher zu kommen nach Mexiko so. Wo ich nicht mehr jeden Monat 1000 Briefe bekomme und tausende Dinge jeden Monat bezahlen muss. Und alleine Wohnung, weißt du? Alleine eine Wohnung. Hier zum Beispiel musst du keinen Internetanschluss, überall ist Internetanschluss schon verlegt. Egal wo du einziehst, hast du Internet so. Du musst dich nicht darum kümmern. Du musst hier deine, ich habe mein Fortbewegungsmittel nicht versichert. Ich muss hier nicht irgendwie neue Schilder und Versicherungen und jeden Monat bezahlen und dies, das. So viele verschiedene Sachen, die es in Deutschland gibt, die dich so krass abhängig machen, dass du auch gar nicht das Gefühl hast, du kannst überhaupt gehen. Das war bei mir so damals, als ich das erste Mal gegangen bin. Das hat sich erstmal anders. Ich musste gegen einen Teil von mir kämpfen, der in diesem System gefangen war im Endeffekt so und nicht das Gefühl hatte, dass er einfach so gehen kann. Diese ganzen Abhängigkeiten und diese ganzen Sachen, die du monatlich bezahlst und so, die sollen dir das Gefühl geben, dass du im Hamsterrad gefangen bist so und nicht frei bist, einfach die Welt zu bereisen oder dahin zu gehen, wo es dich gerade hintreibt so. Und ich glaube, wir Menschen sind eigentlich dazu gemacht, die Welt zu bereisen, Kulturen kennenzulernen, uns mit anderen Menschen zu unterhalten, frei zu leben, Digga, frei zu sein, rauszugehen, Natur zu sehen, mit der Natur zu connecten und so. Alles die Dinge, die wir heutzutage verlernt haben, sind eigentlich natürlich für uns. Gäbe es das nicht, weil es gäbe keine Probleme, die erst so groß werden müssten, dass man an die Masse appellieren müsste, Leute, da müssten wir was tun, weil es schon am Tisch entschieden wird und zwar in Millisekunden, ohne dass ein Stadtrat zusammentritt und sagt, wir müssen uns um die Ernährung unserer Bevölkerung kümmern. Es gäbe nämlich gar keine unterernährte Bevölkerung. Alle zusammen würden das hinbekommen. Und die Frage ist ja, wenn wir so erzogen worden sind, wenn wir in diese Richtung gedreht worden sind, ja, lässt sich das überhaupt rückgängig machen? Na, aber hallo. Meinst du? Das ist überhaupt kein Problem. Safe. Also. Ist zwar ein bisschen Struggle, man muss aus seiner Komfortzone raus und gegen diese Programmierung, die man über Jahre genossen hat, kämpfen, aber es ist möglich. Ich bin ein gutes Beispiel dafür und ich mache das. Ich gehe diesen Weg. Immer mehr. Ja, du meinst also jetzt, heutzutage, Menschen, ich meine, er ist 30 Jahre alt, angenommen, er ist ein totaler Ego-Mensch. Ja. Du meinst, das würde sich ändern? Es ist ganz einfach. Warum? Wenn wir beide, oder wir zu dritt jetzt mal, ja, wir sitzen in einem Flugzeug und fliegen nach Panama oder wo du hin willst, ja? Natürlich. Die Maschine stürzt ab. Schon wieder. Schon wieder. Und wir überleben da jetzt zu dritt auf einer Insel und vielleicht noch 3 andere Kandidaten, die wir jetzt nicht kennen. Also die dritte Klasse überlebt. Okay, so. Wie bei Lost. Genau, wir sind da, wir müssen hängen darum. Und jetzt müssen wir, das Bein muss amputiert werden, einer muss nach Essen. Wir sind da auf keinem dieser Gebiete Experte, weil wir sind ja nur so Electronic Junkies und labern bloß rum, ja? Stimmt. Sagen wir jetzt einfach mal so. Ja. Wir würden aber automatisch uns nach wenigen Stunden zusammensetzen und sagen, okay, eine Aufgabenteilung machen. Sagen wir so, wie kriegen wir es, weil wir merken, es ist eine Sondersituation. Und dann würden alle Egos würden weg sein. Du bist vielleicht jemand, der sagt, ich kann morgens nicht, ich brauche erstmal im ersten Kaffee und ich brauche dieses Kapuzen, sonst geht's gar nicht. Der andere sagt, hey, sprich mich nicht vor 12 an, ohne Zigarette. Das wäre alles weg. Ja. Auf einmal wird man sich auf die wesentlichen Dinge Überlebensinstinkt würde hochkommen. Besinnen und würde feststellen, wie viel von dem, was man immer braucht und ohne dass es nicht geht und das ist nicht verhandelbar, was man nicht braucht, würde auf das Ursprüngliche zurückkommen. Das heißt, all das, was wir eben so haben, sind ja nur aufgespielte Eitelkeiten, die uns allen total schaden. Und man muss von diesen Eitelkeiten, von diesen ganzen Luxusdingern wegkommen. Das ist wie, wir haben eine E-Klasse, die ist komplett ausgestattet, fährt aber nicht, weil immer eine Elektronik spinnt. Ich will aber von A nach B. Und dann nehme ich ein Fahrrad. Ja, da sitzt du nicht so bequem mit Massagesitz. Aber wir fahren ja nie los, weil immer was kaputt ist. Aber eigentlich müsste das gehen. First World Problems, ja. Steht's auch nicht. Und ich brauche diese moderne S-Klasse nicht. Weil ich will rausfahren ins Grüne, komme aber eher bis zum Ende des Staus, ist am Ende der Straße. Und ich will immer ins Grüne. Aber auf Schwör's dir, Digga. Scooter, Digga. Kauft euch einen Scooter, Mann. Ich habe mir einen Scooter gekauft. Ich bin glücklicher mit dem Scooter als mit jedem Auto, was ich hatte. Ich hatte jetzt auch noch nie fette Wagen und so, aber
Ich habe mit den Jahren auch gemerkt, vor allen Dingen seitdem ich hierher gekommen bin, dass man gar nicht so viel von den Dingen, was man denkt, was man braucht, dass man gar nicht so viel von dem ganzen materialistischen Scheiß, dass man das gar nicht braucht, Digga. Das brauchst du alles eigentlich gar nicht so. Und selbst als mein Scooter mal kaputt gegangen ist, so, ja, dann laufe ich halt. So, und dann siehst du dann auch mal wieder daran die Vorteile, wenn du läufst. Lernst du viel mehr Leute kennen. Du siehst viel mehr Natur und achtest viel mehr auf, wo du eigentlich gerade lebst, als wenn du immer mit Scooter von A nach B fährst und so. Also, wir müssen wirklich mal checken, dass wir diese ganzen Dinge, die wir benutzen, jeden Tag eigentlich alle gar nicht wirklich brauchen. So. Die ganzen Ego-Menschen sind doch davon beeindruckt. Wir sind alle Ego-Menschen. Oh, da fährt eine S-Klasse. Der Mensch muss wichtig sein. Siehst du, das ist ja das Denken von den Menschen, die eine S-Klasse kaufen. Das ist, nein, das weiß ich nicht. Meinst du nicht? Nein, das ist ein Pauschalurteil. Ich glaube, dass es Leute hat er recht, die S-Klasse kaufen, weil sie an der Produktion der S-Klasse dahingehend beteiligt sind, dass sie eine ziemliche Ingenieursleistung in die S-Klasse reinstecken. Und die S-Klasse hat ja auch ein paar Features, die gut sind. Was ich so Nachtsichtgerät, dass man keine Kinder umfährt. Ist ja alles super. Nur wenn alle sich S-Klassen kaufen und alle Autos kaufen, dann wird ein Auto nicht mehr mobil. Dann überholt sich das Schlimme ist meiner Meinung nach diese Bewertung von den anderen, die dann sagen, der hat eine S-Klasse, wie er es eben gesagt hat, der muss irgendjemand sein und so, bla bla bla. Also Menschen bemessen Menschen nach dem Materialismus, den sie haben und nicht nach dem Mensch und nach dem Herzen, Digga. Das sage ich immer wieder, aber es ist einfach ein Statement, was für mich wichtig ist. So. Wir müssen Menschen wieder danach bewerten, was sie sind und nicht, was sie haben. Das ist als Einzelidee gedacht, aber sobald zu viele Leute dasselbe tun, merkt man, irgendwas ist da, geht da nicht mehr so. Und dann muss man von der Idee wegkommen, sagen, das war bis zum Punkt X in Ordnung und jetzt müssen wir ein anderes Konzept finden, weil wir wollen ja eigentlich mobil sein. Wenn ein Mobil nicht mehr dazu führt, dass man mobil ist, weil und wir nur mobil mit Auto sein können, dann muss man die beiden Wörter auseinandernehmen, sagen, was ist Auto und was heißt mobil? Eigentlich ist es ja dasselbe. Ja? Vielleicht kann man auch mobil sein ohne Auto. Ist das möglich? Kann man ohne Auto mobil sein? Jo, Digga, Scooter, Laufen, Fahrrad. Was weiß ich, Digga? Catcard. Die Frage jemand bei Mercedes-Benz. Die von BMW haben sich die Frage gestellt. Die haben gesagt, okay, wenn sich die Leute bei uns keine Autos mehr kaufen, und zwar, weil sie nicht geparkt bekommen, sie kriegen sie abgestellt, dann, aber sie wollen von A nach B und sind bequem, dann biete ich ihnen eine Art von Mobilität. Ich mache mit Six Budget und den BMW mache ich Drive Now. Kennst du ja auch. Dann mit meinem Handy. Geil, in Berlin. Habe ich monatelang nur gemacht, Digga. Kein Auto besessen, aber immer die guten BMW-Autos gefahren, so. Ist eigentlich keine schlechte Idee, finde ich. Also gerade in Berlin findest du an jeder Ecke. Also ich bin wirklich monatelang damit klargekommen. Mit allem. Gym, Einkaufen, alles. War voll easy. Den Wagen für 2 Minuten und fahr den. Da hat BMW... Aber teuer. So. Ich habe da, glaube ich, 1.000 ausgegeben. Da dachte ich mir auch so, Bro, was ein Idiot. Hättest du, keine Ahnung. Für 1.000 kannst du ja auch einen billigen Wagen kaufen, weißt du? Das ist dann wieder die Schattenseite davon. Nicht an Einzelpersonen verkauft, aber 100 Leute am Tag fahren das Auto, wenigstens fährt man die Marke. Dass irgendjemand sagt, Jungs, ihr verkauft Mobilität. Es muss nicht jemand das Auto besitzen. Wir müssen uns davon trennen, alles besitzen zu wollen. Das ist alles nur Leihgaben. Oh, jetzt geht's in die Klaus-Schwab-Richtung gerade. Du besitzt nichts und bist glücklich. Wir mehr leihen würden, mehr scheren, wie immer du das nennst. Das sind halt da gute, also wie gesagt, diese Klaus-Schwab-Leute und so, diese Leute im WEF und diese ganzen Leute, die diese Agendas durchsetzen und so, die nehmen ja teilweise wirklich Dinge, die eigentlich positiv sein könnten für uns und verwenden die dann gegen uns. Das ist ja das Problem immer bei den Sachen so. Also sowas kann ja positiv sein, aber die benutzen das, damit sie uns kontrollieren können. Und dann geht's eigentlich erst ins Negative. Dieser Share Economy? Ich weiß nicht, was du unter Share Economy verstehst. Ja, das würde ich dich fragen. Ja, also was so in den Raum geworfen wird, auch mit Marketingmethoden in den Markt gepresst wird, das ist ja auch wieder eine Art von Verkaufen. Weißt du, Share kann auch sein, ich sag, Frau, die einen Kinderwagen hat, ob ich hier die Treppe hochtragen kann, das ist auch Share. Ja. Aber das gibt's doch kein Konzept dazu. Wenn das aber einer macht, dann ist es der neue, gibt's im Namen, der trägt immer die Kinderwagen von A nach B und dann nehmen wir einen Kinderwagen, den halten wir mal als Kinder, sagen alle, das ist eine Alternative zu dem üblichen, der hier Bugabu gefahren wird. Ja. Und dann sehen, den kenne ich gar nicht, so könnte man übrigens Werbung machen. Dass man immer nur diesen einen mit gestellten Müttern, die alle super aussehen oder so, das weiß ich nicht, ja. So, ich kann zu diesen Begriffen, die ständig benutzt werden, nur so viel sagen, die fallen ja nicht vom Himmel. Das ist alles PR, das wird alles kreiert und dann wird es zufällig aufgegriffen und plötzlich sagt man, friedenssichernde Maßnahmen. Niemand würde das sagen. Aber, ja? Oder alle sagen plötzlich Mikrofon. Safe irgendwo in Berlin Friedrichshain oder Kreuzberg. Ich würde sagen Friedrichshain. Hintergrund, wo kommt das Wort her? Ja? Alle benutzen das und deswegen, ich weigere mich, diese Wörter zu benutzen, weil die mit Inhalten besetzt sind oder Leute glauben, dass sie das sind gar nicht meine Inhalte. Und das heißt, die Leute denken was anderes. Das heißt, deswegen nerve ich dich vielleicht, weil ich ständig die Begriffe hinterfrage. Nein, das ist mein Job. Das ist mein Job. Mein Job ist, Begriffe, die benutzt werden, zu hinterfragen. Stark. Und Know-how, was benutzt wird, zu hinterfragen, ob das mein Know-how ist, ob das meine Meinung ist. Oder ob ich das angenommen habe, weil ich da auf der sicheren Seite bin. Ob ich dann eben ein Opinion-Leader bin oder Blabla-Player. Aber wir driften ab. Ich wollte nur gerne von dir wissen, zum Beispiel, wir leben ja
Drifted out, man. In einer repräsentativen Demokratie, wie man das politische System... Was ist das? Ja, genau. Erstens, was ist das? Beziehungsweise vielleicht weniger, was ist das? Sondern womit könnte man das ersetzen? Also gäbe es da neue, eine wahre Demokratie? Anarchie. Es gibt Quatsch, bei der Demokratie oder? Ein ziemliches Missverständnis. Erklär's uns. Demokratie funktioniert nur auf Dorfebene. Demos. Gebt euch das Interview mit Andreas Popp von mir. Demokratie ist ja für viele Leute eine der leichtesten Staatsformen überhaupt. Alle 4 Jahre gehen sie dahin. Sie wissen, beschäftigen sich vorher nicht so richtig. Da gibt es aber jetzt den Wahl-O-Mat und dann sagt man, was man gut, schlecht findet. Dann, boom, dann kommt raus Josch. Kann doch nicht funktionieren, wenn eine kleine Menschengruppe, die nichts mit uns Menschen zu tun hat, uns regiert und für uns Gesetze beschließt. Wie soll das funktionieren? Rein logisch gesehen. Hallo. Guten Morgen. Auch die AfD wird das nicht hinbekommen. Das ganze System ist im Arsch, Digi. Sorry, den Zahn muss ich euch ziehen. Fischer oder wer immer jetzt da gerade am Start ist. Da braucht sich keiner deine Sendung angucken, da braucht sich keiner meine Sendung angucken. Nein. Einfach nur 5 Minuten genau. Vom Wahl-O-Mat. Und übrigens wissen die eh besser als wir beide Bescheid. Schließlich haben sie studiert, machen das den ganzen Tag. Natürlich. Gut. Und dazwischen interessieren sich die Leute dafür nicht. Das heißt, wenn jemand hier auf der Straße zusammengeschlagen wird, zücken sie ihre Handys und warten auf die Polizei, sind total empört und sagen, also das da, na, sie kommen aber früh. So. Leider. Gerade in Germany. Demokratie ist was anderes. Demokratie ist, dass man alle 4 Jahre in unserem System so eine grobe Ausrichtung geben kann. So. Aber dazwischen muss man jeden Tag Demokrat sein. Man muss sich jeden Tag in die Gesellschaft einbringen und sich jeden Tag die Frage stellen, was kann ich ändern? Wie kann ich das ändern? Wo muss ich oder sollte ich mich einmischen, was ich im täglichen Leben so sehe? So, was tun wir aber nicht, sondern für uns ist... Das ist wichtig, Digga, Selbstverantwortung. Das versuche ich auch immer zu sagen. Wir müssen an unsere eigene Nase packen, so. Und müssen uns mal selbst beobachten und mal sagen, okay, wie gehe ich durchs Leben? Wie behandle ich Menschen? Wie verbunden fühle ich mich? Wie vielen Leuten helfe ich? Wo versuche ich, was Gutes zu tun für andere, für die Gesellschaft, für meine Familie? Wie move ich, Digga? Wie gehe ich durchs Leben? Das ist erstmal der erste Schritt. Da musst du anfangen. Bevor du dir darüber Gedanken machst, wen du wählen gehst, weil meiner Meinung nach diese ganzen Konsorten, die ganzen Politiker sind eh nur irgendwelche Marionetten, die von hinten noch von irgendwelchen Geldgebern gesteuert werden. So, das musst du auch mal verstanden haben. Deswegen, es geht eigentlich nur, wenn du dich selbst veränderst und selbst das Beste tust. So. Und dann andere damit ansteckst. Und die vielleicht auch anfangen, sich zu verbessern und menschlicher zu sein und mehr zusammenzukommen. Weißt du? Dann kannst du eigentlich erst wirklich was verändern. Wir retten uns auch immer da rein, dass wir uns dann Probleme suchen, wo wir sagen, erst wenn ich da Zugriff drauf habe, kümmere ich mich um den Rest. Ich suche mir aber immer Probleme, wo ich genau weiß, ich habe nie Zugriff drauf. Also erst wenn wir raus aus Afghanistan, also mit denen mache ich nichts. Hör zu, vergiss Afghanistan, okay? Nicht, weil du Afghanistan vergessen sollst, sondern was kannst du denn im täglichen Leben tun, was auf dein Leben einen viel größeren Impact hat? Facts. Wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte nicht mehr, dass Banken ihr Geld, also mein Geld, was ich hinbringe, in Rüstungsgeschäfte packen und damit irgendwas, dann geh zu einer Bank, die das nicht macht. Aber gäbe es in der Idealwelt, gäbe es da noch Banken? Da gäbe es sicherlich noch Banken, weil das Wort Bank ist ja, wenn man sagt, das ist eine Bank, eine Bank. So eine Parkbank. Ja, Banken stehen ja auch für eine Form von Vertrauen. Es gibt das Buch, hast du vielleicht gelesen, wenn die Zeit da war, nicht nur angelesen hier von unserem Freund Gräber, Schulden die ersten 5000 Jahre. Nein. Okay, es ist ja so. Und der Moderator will halt von dem hören, wie alles perfekt wäre. Also würde es Banken geben, wie würde das System funktionieren, was für eine Art von Politik hätten wir, diese ganzen Sachen so. Weißt du, es sind harte, diepe, schwierige Fragen so. Jetzt bei dem, ich frage mich gerade, was ich antworten würde. Würde es Banken geben in deiner perfekten Welt? So, weiß ich nicht, Bro. Weiß ich nicht. Das ist halt schon sehr krass, wenn du überlegst, so. Wie würdest du wirklich ein ganzes System gestalten? Das ist schon eine sehr tiefe Frage. Ich glaube, da muss man sich wirklich lange mit auseinandersetzen und ja, alles nochmal hinterfragen und so, das Ganze nicht einfach so rausdroppen, weißt du? Immer, dass es gab dieses, diese Dorf. Und aber ich glaube, es gibt Leute, die beschäftigen sich ein ganzes Leben lang damit. Wir haben uns ja mal den Vortrag reingezogen vom Mausfeld, ne? Übrigens gibt es auch ein Interview mit Mausfeld und Ken, Alter, darauf will ich vielleicht auch nochmal reagieren. Und der hat ja auch gesagt, es gibt wirklich Leute, die haben sich ihr ganzes Leben damit auseinandergesetzt und haben Bücher darüber geschrieben und so. Die werden halt vom Mainstream klein gehalten, sodass wir nicht davon mitbekommen. Aber es gibt Leute, die machen sich ihr ganzes Leben lang über Konzepte Gedanken, wie menschlich vernünftig in der heutigen Welt miteinander leben können. So. Ja, da muss ich auch nochmal reingehen und gucken, welches Buch ich mir da vielleicht mal reinziehe. Oder ob ich mich vielleicht sogar selber einfach mal hinsetze. Das musst du halt meiner Meinung nach zurückgezogen machen, nicht in der Öffentlichkeit. Und dir mal wirklich Gedanken darüber machen, wie würde ein System aussehen, was du für richtig hältst. So.
mussten sie alle tauschen, war total unpraktisch. Der eine brauchte neue Schuhe und der andere hatte zwei Hühner und jetzt wollten die nicht. Jetzt muss man, dieses Dorf hat es nie gegeben. Ja, und das heißt, man hat von Anfang an haben in Gemeinschaften Menschen zusammengearbeitet und dann wurde das meinetwegen von Frauen in riesigen Häusern verteilt und das, was jemand brauchte, bekam er und jeder hat sich eingebracht. Ja, der eine hat vielleicht Geschichten erzählt, ja, oder der andere hat eben konnte gut jagen, aber nicht, hör zu, das ist das und das wert. Erst dann kam es. Ja, ja, da wäre ich jetzt auch hintendiert, sodass wir wieder miteinander leben und jeder das macht, was er am besten kann und wir dann alle miteinander sharen, so, in kleinen Communities, wo man sich auch liebt und so, weißt du? Und nicht dieses große, Mann, diese großen Städte und dieses global Regieren und Europa oder Länder und so, das ist alles viel zu big, glaube ich, um das irgendeiner kleinen Menschengruppe zu überlassen, die dann alle Entscheidungen für die ganzen Menschen trifft, so. Ich glaube, wir Menschen funktionieren am besten in kleinen Communities. In kleinen Communities. Zum Geld und zum Kreditwesen. Man, das ist keine. Der Mensch hat. Kredit ist ja nichts anderes als ein Vertrauen, dass wenn ich was für dich tue, dass du später auch was für mich tust. Wenn du jetzt daraus Geld machst mit dem Stempel drauf, dann ist es eine Art von Vertrauen, dass ich für diesen Schein was bekomme. Ja? Also, ich habe versucht, seit mehreren Tagen in dieser Stadt diesen Schein zu tauschen, okay? Den hat keiner genommen. Das sind Franken. Das sind Schweizer Franken, das war mal eine Bank, ja. So, aber es gibt auch gar kein Bargeld-Counter mehr bei welcher Sparkasse und so. Und das ist eben so, es ist nur bedrucktes Papier, aber weil ich das nicht kenne, was kann ich das nehmen? Da sage ich, hey, das sind Franken, das sind Schweizer Franken. Das wissen die Leute schon nicht mehr so richtig. Also, wenn ich mir jetzt mein eigenes Papier bedrucken würde, würde es über den Counter an. Wenn ich mein eigenes Papier bedrucken würde. Kann ja jeder kommen. Wenn ich das wäre und wir kennen uns, dann sagst du, okay, wenn du jetzt mir einen Kaffee ausgibst, leihe ich dir später mein Fahrrad aus. Weil wir uns vielleicht kennen, sagst du, okay, ich vertraue dir. Wenn ich dich am Ende betrügen sollte, dann sitzt du da. Aber du vertraust mir. Und wenn ich diese Gegenleistung und wir uns das regelmäßig machen, dann werde ich das nicht tun, weil beim zweiten Mal sagst du zu mir, Ken, weißt du was, leck mich am Arsch. So, das ist das, was Geld ist, okay? Und diese Art von Vertrauen gab es immer schon, nur war es nicht auf Papier gedruckt. Es ist also absurd zu glauben, wenn das Papier verschwindet, dann verschwindet das Vertrauen. Die Leute... Krass. ...weiterarbeiten. Sie werden am Lagerfeuer unser Flug... Wir werden halt so schnell konditioniert, dass wir... Alter, ja, das geht ganz schnell. Ich glaube, es ging ganz schnell. Wo dann Geld gekommen ist und ein Geldsystem gekommen ist und wir uns daran gewöhnt haben und dann auf einmal in dieser, so weißt du, die meisten Menschen interessieren sich ja gar nicht für diese ganzen Geschichten oder hinterfragen das einfach mal so, sondern wir leben einfach in dem System und machen alles das, was als normal anerkannt wird, so, weißt du? Und leben dann einfach so unser Leben. Weißt du, wie viele Programme ich in den letzten ein, zwei Jahren für mich selber, von mir selber rausgeholt habe, nachdem ich einfach jahrelang, jahrzehntelang gelebt habe, ohne mal zu hinterfragen, warum ich das eigentlich tue? Weil wir es gewöhnt sind, weil unsere Eltern das auch vielleicht so leben, alle Leute in der Schule das so leben, weil wir das so vorgelebt bekommen, ist normal für uns. Wir hinterfragen nicht mehr richtig, weißt du? Und da müssen wir wieder hinkommen. Genauso arbeiten, sag ich, also ich soll für dich jagen gehen, was kriege ich dafür? Hm. Ich baue so lange das Zelt aus, was ist, wenn du das gar nicht machst? Ja. Wenn du das gar nicht machst, dann jage ich, du isst, dann baust du das Zelt gar nicht auf. Wie sieht's aus? Dann mache ich das morgen, ja, und morgen machst du was ganz anderes, weil du immer ausschlafen willst. Irgendwo musst du anfangen. Und ich glaube, dass die Menschen sich sehr schnell auf die intuitiven Dinge beschränken würden und feststellen würden, dass das eigentlich auch sehr geil ist. Es gibt doch diese lustigen Experimente, wo man irgendwelche Top-Manager, die gewohnt sind, dass alles für sie geschieht, dann in den Wald führt, essen sie Würmer, jagen, machen sonst irgendwas. Warum denn? Weil sie so weit weggekommen sind von echtem Leben, dass das total spooky, dann bauen wir alle ein Baumhaus und Typen, die ein bisschen schmierbäuchig sind, mit $500-Hemden bauen und sagen, es war so geil, hey, das machen deine Kinder den ganzen Tag. Weißt du, okay, was ich sagen will? Ja. Bleiben wir also dabei, Banken gäbe es wahrscheinlich, aber in einer anderen Form. Ich hab immer nicht verstanden, wie das demokratische System aussehen würde. Also das heißt, bei dir würde es immer noch so sein, dass man alle 4 Jahre wählt. Also was hältst du davon, wenn man wählt jeden Tag. Ich wähle jeden Tag. Ja, aber warum ändert man dann nicht das System dahin, dass man wirklich quasi jeden Tag die Wahl hätte? Wir haben jeden Tag die Wahl. Ich wähle jeden Tag im Supermarkt, indem ich in den richtigen Supermarkt gehe, in die richtigen Sachen. Ich bin mit dem Fahrrad hier, nicht mit dem Auto. Ich habe nichts gegen Autos. Ich sammle Autos, ich will Autos toll. Aber ein Auto ist doch ein Spielzeug heute. Ich fahre bewusst Auto als Genussmittel oder ich sage dazu, ich muss heute ein Team transportieren. Dann muss ich mit dem VW-Bus nach Bonn fahren und den mache ich aber dann voll mit der Mitfahrzentrale, ja, damit alle fahren können. Ja. Okay, so. Und dann dürfen wir uns auch mal fahrermäßig abwechseln und da führe ich tolle Gespräche. Sharing is caring. Das mache ich zum Beispiel und dann zahlt alle ein bisschen Benzin, das ist alles super, ja, so. Und das, was ich da spare, kann ich dann wieder in einen neuen Auftrag stecken, so haben alle was davon, also so mache ich das. So,
Ich will ja das System nicht abschaffen. Es ist ja, nein, ich bin nicht gegen das System. Das System ist gegen mich, weil ich dem System sage, also sind wir in einem kapitalistischen System oder sind wir in einem kommunistischen System? Muss man sich befragen, was das ist. Also die meisten sagen, hallo, kapitalistisch. Okay, wenn wir in einem kapitalistischen System sind, das ist etwas, was sich nicht funktioniert, das sich nicht rechnet, das vom Markt verschwindet. Warum haben wir dann die systemrelevanten Banken gerechnet? Die haben sich offensichtlich verrechnet, das hat sich offensichtlich nicht gerechnet und da habe ich das Geld des Staates, habe es den Banken geschenkt. Das ist Kommunismus. Kommunismus ist, dass man das Geld von allen nimmt und dann jemandem gibt. Das ist Planwirtschaft. Und nachdem die Banken gerettet wurden, geht das Ganze jetzt wieder zurück. Da bin ich dagegen. Also entscheidet euch. Und ihr sagt, der Kapitalismus hat gewonnen, weil der Kommunismus verloren hat. Und dann nehmt ihr den da. Und was ist da los? Das ist wie, ihr lebt drogenfrei mit ein bisschen Heroin. Was ist das? Aber und das ist Fake. Und dagegen habe ich was. Weißt du, das ist ein Special Effect und den habe ich nicht gebucht. Okay? Und am Ende sagt jemand zu mir, das war aber gar kein Special Effect. Ich bin doch nicht blöd. Wie wäre das denn ein Traum? So. Okay, Freunde, haben wir uns mal einen Teil reingezogen auf jeden Fall. Ich glaube, ich gucke das sogar im nächsten Stream weiter. Mal schauen. Lasst auf jeden Fall eure Gedanken dazu unten in den Kommentaren da. Wie gesagt, ich finde den Ken echt einen super Typen. So, der hat super Gedankengänge und kann sich sehr gut artikulieren und bringt viele wichtige Dinge auf den Punkt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ziehen wir uns das mal rein. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Wie gesagt, eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace out.